Vor einiger Zeit stellte ich euch eine meiner Meinung nach echt geniale Paragon-Skillung vor. War das ungefähr Paragon-Stufe 110 und zeigt euch, wie ihr skillen könnt um, und das ist gerade für Casual Gamer, glaube ich, eine super Sache, mit einer Skillung sowohl PvE als auch PvP super spielen könnt. Und das Geniale war, dass man sogar beim PvE noch unterteilen konnte, ob man Instanzen und Portale zockt oder in der Open World farmt. Da konnte man dann nochmal switchen und mit dem Aktivieren unterschiedlicher Bäume dann eben das, was man eben gerade tun wollte, nochmal unterstützen. Inzwischen bin ich Paragon Stufe 171 und ich erhalte immer wieder die Frage, wie ich denn weiter geskillt habe. Und das zeige ich euch heute, wie immer, nach dem Intro. Doch bevor wir loslegen, ein kleiner Reminder: Checkt unbedingt mal meinen Kooperationspartner Holy ab. Da gibt es seit einiger Zeit ein neues Probierpaket mit 7 fruchtigen Sorten. Insgesamt 14 Probepäckchen sind dabei und mit jedem könnt ihr einen solchen Drink mixen. Mit meinem Gutscheincode könnt ihr zudem ordentlich sparen mit Herr Knüps. Knüps mit UE gibt es 10% Rabatt auf die Bestellung. Und wenn ihr Neukunde seid, könnt ihr mit Herr Knüps 5, wieder mit UE und eine 5 am Ende, 5 € sparen. Die ganzen Infos gibt es natürlich auch in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Da ist alles genau erklärt und verlinkt. Ein super Drink für unterwegs, aber auch zu Hause, gerade an heißen Sommertagen mit kaltem Wasser. Super lecker. Checkt das gerne ab. Und ich nehme natürlich noch ein Schlückchen, bevor wir uns jetzt meine Paragon-Skillung anschauen. Und ich beginne, glaube ich, damit, was ich an meiner Skillung erstmal grundlegend verändert habe. Das hatte schon damals zu Diskussionen geführt, deswegen vielleicht noch mal kurz aufgegriffen. So eine Skillung ist natürlich sehr subjektiv. Man möchte das, was einem selbst am Spiel gefällt, irgendwo verstärken. Und ich glaube auch, dass gewisse Sachen für den einen funktionieren und für den anderen vielleicht nicht. Da ist das Empfinden einfach unterschiedlich. Und bei mir war es der Skillbaum Schatzsucher. Damals habe ich noch Qualstufe Hölle 3 gefarmt und hatte einfach super Erfahrungen mit dem Schatzfund gemacht. Viele von euch schrieben damals schon: Schatzfund, totaler Mist. Die Punkte kann man sich sparen, weil es sind ja hier 15, da einer. Und auch in Goldfund-Bonus hatte ich noch einen gesteckt. Jetzt auf Hölle 4 muss ich sagen, das bringt mir gar nichts mehr. Damals war es gefühlt wirklich so, dass ich bessere Items bekommen habe, wenn ich diesen Baum aktiviert hatte. Mittlerweile droppt in der Open World gar nichts mehr, keine legendären Items, nichts zu bekommen für mich. Und deswegen ist auch dieser Bonus ja einfach sinnlos geworden. Und jetzt habe ich hier so geskillt: 5 Punkte in Rüstung, einer in schneller Lerner, einfach um die 15 Punkte in Schaden stecken zu können und die 300 plus Schaden mitzunehmen. Ich aktiviere den Baum auch nicht mehr. Ich handhabe es jetzt so, dass, wenn ich in der Open World farme, genauso wie bei Instanzen und beim Ältesten- und Herausforderungsportal, aktiviere ich den Bezwinger. Den habe ich auch immer noch so geskillt wie damals: 5 in Schaden, dann Eifer, hierunter 25 in Schaden und einer in Zorn. Damit komme ich super zurecht. Viele von euch schrieben, ich sollte hier noch 10 in Potenzial stecken, um zum Exorzismus zu kommen. Hebe ich mir vielleicht für später noch auf, werde ich mal gucken. Aktuell vielleicht schon mal vorgegriffen: ich habe wirklich sehr offensiv geskillt. Ich bin überall in Richtung Schadensbonus gegangen, weil das für mich rein subjektiv am meisten bringt. Den Schatzsucher habe ich euch vorgestellt, dann der Gladiator, der ist auch so geblieben, wie ich ihn euch damals schon vorgestellt habe. Die oberen 2 Reihen komplett durchgeskillt. Fallensteller ist nicht so meins und schnelle Erholung habe ich auch weggelassen, um mir die 20 Punkte zu sparen und natürlich auch hier die 15 in Potenzial. Wenn ich in den Battleground gehe, dann aktiviere ich einmal diesen Skillbaum und ich komme damit super zurecht. Bin jetzt auf Gold 5. Klar, die Gegner werden langsam zu stark, aber die Skillung ist wirklich vollkommen ausreichend, wenn man diesen Mix spielen möchte, und als Casual Gamer kommt man damit total klar. So, die beiden neue Bäume sind mittlerweile auch geskillt und ich sagte eben schon, ich bin sehr stark auf Schaden gegangen.
einer hier, um reinzukommen, dann 15 Widerstand, einfach nur für die 300 plus Schaden. Hier habe ich natürlich die 15 Punkte komplett gefüllt. Der Baum wird auch nicht aktiviert, deswegen ist der natürlich so ein bisschen verschwendet, aber ohne geht's halt eben nicht. Und ja, vielleicht hier nochmal gesagt, grundsätzlich rein von den Texten ein super genialer Baum. Hätte ich Bock fürs PvP total durchzuskillen, aber diese Gruppenmitgliedschaft, das funktioniert in Battlegrounds einfach nicht, wenn man sich nicht absprechen kann. Sollte es irgendwann mal gehen, dass man mit einer Gruppe sich komplett anmelden kann und dort mit einer festen Gruppe spielen kann, unbedingt skillen, aber Stand jetzt macht das einfach keinen Sinn, weil mal bin ich in der Gruppe, mal nicht. Mal spielen die Leute, die in meiner Gruppe sind, irgendwie total den Unsinn. Manchmal laufen sie an komplett anderen Enden des Schlachtfelds rum und deswegen macht das keinen Sinn. Genau wie dieser Baum hier mit seinen Boni, die ja darauf ausgelegt sind, dass man eine Gruppe hat, die über möglichst viele verschiedene Klassen verfügt. Auch das ist in der Praxis nicht so umsetzbar. Klar, man kann sich die Leute gezielt suchen aus seinem Clan, aus seiner Truppe, aus seiner Freundesliste. Das mache ich nicht. Ich gehe random häufig in Gruppen rein oder lass mich einfach einladen und dann möchte ich nicht gucken, wer ist denn hier dabei. Kann ich mit den Leuten überhaupt spielen? Deswegen, der Baum wird bei mir nicht aktiviert und ihr seht schon, wo auch hier bei mir die Reise hingeht über Potenzial. Rüstungsdurchschlag möchte ich hier zum Schaden und eben ein Level gemacht. Der Punkt kann da rein. Die nächsten 18 werden hier auch noch drin landen, dass ich jetzt 20 in Schaden setze. Und dann werde ich neu überlegen, ob ich wirklich in den Bezwingerbaum hier hochgehe. Erstmal 11 Level wären das dann für Exorzismus. Weiter skillen macht für mich keinen Sinn. Richturteil vielleicht. Könnte auch ein paar Lebenspunkte mehr gebrauchen. Das ist vielleicht eine Option. Schatzsucher werde ich nicht weitergehen. Gladiator, oder? Nee, ich denke mal Gladiator auch nicht. Hier macht es auch nicht wirklich Sinn. Und hier eigentlich auch nicht. Ist die Frage, wie man dann weiter skillt. Vielleicht habt ihr da schon Erfahrungen, vielleicht auch noch aus der Beta. Viel weiter werden viele Spieler ja nicht sein. World Paragon ist 170, das heißt, in diesen Sphären wird aktuell noch niemand spielen. Aber schreibt eure Meinung dazu trotzdem sehr gerne in die Kommentare. Wie skillt ihr weiter? Was sagt ihr zu meinen Ansätzen? Könnt ihr das nachvollziehen oder sagt ihr totaler Mist, den der Martin da geskillt hat? Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieses kleinen Videos angekommen. Abonniert doch liebend gerne meinen Kanal, wenn ihr mich hier unterstützen möchtet. Und dann verpasst ihr kein Video mehr, wenn ich Paragon 200 werde und weiter skille. Dann möchte ich euch das natürlich zeigen und das könnt ihr euch dann liebend gerne anschauen. Zum Abschluss sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.